Guten Tag Leute, mein Name ist Schwarze Maske und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Charter Skies mit dem Daniel. Jo, hallöchen. Und wir haben uns jetzt hier gleich getroffen, war gar nicht so weit. Ich muss ein ganz kleines Stück noch weiter die Straße runter und da kam er schon. Auf der Karte sieht es immer weiter aus, als man es da nicht denkt. Ja. So, und jetzt wollen wir natürlich in die Safe Zone erstmal. Auf jeden Fall in die Safe Zone. Ich will auf jeden Fall hier weg. Mein Scheiß natürlich abliefern. Ich habe ja in der letzten Folge die geile Kiste gelootet. Hab dann natürlich jetzt auch noch paar Waffen abgegeben davon, damit alles auf gleichem Level bleibt. Können wir leider noch nicht benutzen, weil sie erst ab Level bedingt sind. Ja, Level 10. Wird wohl noch ein sehr lange dauern. Also ich bin bald Level 3, ja. Dann kann ich ja nicht mal ein Lagerfeuer bauen. Ja, 85 noch. 85 XP noch. Also einmal ein anschießen, so ein Alien, dann ist ich schon Level 3. Du bist aber gerade erst Level 2 geworden. Ja, deswegen, das hat mich ja auch gewundert, aber ich habe schon 3. Warte mal, wie weit ist mein gelber Strich über meinem Dings? Das ist egal, das sehe ich dann nicht. Das musst du doch, wenn du auf mich guckst. Ich bin blau und rot. Was? Blau ist deine Schutzschild und rot ist deine Lebensanzeige. Umgekehrt. Du hast ja auch 100% Leben. Ja. Blau ist Leben und okay, dein gelber Strich da drüber, also bei mir ist er eher gelb, orange so, der ist fehlt hinten ein Stück. Ja, aber 85%. Naja, ich dachte, das wäre jetzt XP-Anzeige oder so. Nee. Einfach so geradeaus laufen. Ich müsste aber eigentlich auch bald Level 2 sein. Das ist da oben. Guck mal, da oben ist ein Häuschen. Lol, das ist gar nicht angezeigt. Gar nicht eingezeichnet. Cool. Nice. Ah, lass es hier einziehen. Ja, aber auf jeden. Boah, diese Geräusche wieder, ey. Wann gewöhnt man sich denn daran, mal? Gar nicht. Hier ist aber nichts drin, was ist das denn jetzt? So ein Scheiß. Komm, hier steht so ein fetter Wasserding hier, ne? Bringt aber anscheinend nichts. Kann man aber nicht nehmen. Oh, hier hinten ist auch noch was. Oh, hier, da kannst du eine Wasserflasche auffüllen. Ah, Brunnen, ja. Und hier ist ein Lagerfeuer. Ja, nee. Ach, das ist bestimmt so eine... Hab ich irgendwas zu essen dabei? Oh, dann kann ich ja meine Wasserflaschen voll machen. Füllbottle und Füll... Ja, geil. Alle clear gewesen. Ja. Das ist ja eigentlich eine Werkbank oder was soll das darstellen? Nee, ist keine. Das ist ein Telefon. Frage, hier ist ein Telefon. Das ist ein richtig altes Telefon. Oh ja. Ja, ganz alt nicht, weil davor gab es noch die mit der Wahlscheibe. Aber guck mal an, hier ist das Lagerfeuer. Kriegt man Feuerschaden, wenn man zu nah ran geht? Nee. Okay. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht, wenn man drauf springt, das versuche ich jetzt. Ja, ist ja super, dass die dann auch mal hier so ein das Feuer fand, irgendwo das stehen fand ich haben. Cool. Das ist aber nicht eingezeichnet auf der Karte, oder? Doch, das ist eingezeichnet, das sieht man noch nicht so stark. Ganz schlecht, man muss richtig weit ranzoomen. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt da oben noch hin, das zum roten Dings nochmal hin. Vielleicht finden wir da auch noch was. Okay. Dann mal los. Er ist ja noch gleich gegenüber. Wenn wir hier schon sind, dann können wir doch gleich wieder abgucken. Da spawnen noch Aliens. Ich habe nur Pistole, ne? Momentan. Ich habe auch nur eine Pistole. Die macht aber guten Schaden. Und natürlich habe ich noch die AK. Also bis jetzt vom Spielmäßigen her kann ich sagen, das macht echt Laune. Mach mal deine Taschenlampe aus. Die an? Hm. Jetzt ist die an. Jetzt ist die an. Die war die ganze Zeit aus. Sagst du? Nein. Hier sind die Kanister noch nicht kaputt. Letztes Mal, als wir hier waren, waren diese Kanister kaputt. Die roten? Die roten, ja, die waren explodiert. Aha. Und das Ding war auch kaputt. Und überall Shotguns, aber kein Platz mehr. Bin voll.
Ja, ich. Hier, komm mal her, hier liegt glaube ich noch was zu essen, was du mitnehmen kannst. Hier auf der Ecke. Oh, Gurken. Gurken aus dem Fass. Lass ihn mal lecker, lecker. Nee, das ist irgendwas anderes, sind glaube ich keine Gurken. Aber ich hab's immer rein. Wir haben nichts gebraucht. So. Level 2. Shotgun. Shotgun. Ich kann aber keine mehr mitnehmen, da bin ich total voll. Ja, ich bin aber jetzt schon komm mal hier mit raus. Muss man die zerschießen oder was? Meinst weiß du? Weiß nicht, guck doch mal hier. Das Ding war doch auch kaputt. Da stand doch nur die Reifen und das Gestell. Darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet, muss ich ehrlich sein. Da bin ich mir richtig sicher, dass das. Aber die waren kaputt. Die Kanister. Ach, oder das war noch 25 Minuten. Ach, okay. Da bin ich mir so sicher, dass die kaputt waren. So. Oh, Hanftin. Richtig geiles Essen hier. Braten, damit es mehr bringt. Wissen ja, wo es. Wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt einfach hier geradeaus runter. Wenn rutschen, ja. Was wäre es, so Skateboard rausholen oder Snowboard und dann runterrutschen? Oh ja. Hast du mal seine Lampe an? Nein, die ist doch aus. Nein, die ist aus. Die du leuchtest aus. Aber, du leuchtest aber hier, sehe ich das Geflacker. Es ist aus, jetzt ist die an. Ja, jetzt an, auf meinen Arsch, ja. Und jetzt mal aus. Ja, jetzt ist aus. Lol, Eisenarmsaal. Oder aber gerade nach vorne gesprungen bist, da war sie an. Habe ich an die Bäume gesehen, wie du angeflackert hast. Ja, sie ist immer noch an, oder was? Nee, jetzt ist sie aus. Komisch. Ja. Komisch. Da vorne ist es. Da wollen wir hin. Ah ja. Dafür, dass wir jetzt gestorben sind, habe ich jetzt schon wieder einen mega Scheiß gefunden, muss man ja. Ich will auf jeden Fall nachher mal ausprobieren, ob man diese Medikisten auseinanderbasteln kann oder ob das einsetzbar ist. Das weiß ich nicht. Mache ich aber erst in der Safe Zone. Oh Junge. Ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen ruhiger ist, ey. Ja, hier sind ja nicht allzu viele Spieler drauf. Beim zwar immer noch welche hier drin. Boah, wie der Baum wackelt da, als wenn einer den schüttelt oder so. Der hier. Bei mir gerade. Kommt man mir bekannt vor, war es nicht bei Investation später auch irgendwann, dass das so war? Ja. Das war bestimmt gerade ein Buggy. Buggy. Also wenn ich an dem Baum dran war, hat er aufgehört. Ich will in die Safe Zone, ich will wieder Ruhe haben. Ruhe für mein Leben. Aber ich finde, wenn ich da so, wenn die Aliens so kommen, alleine sind sie okay. Aber ich denke mal, dass das irgendwann eingestellt wird, dass dann auch mehr kommen. Also ja, wenn es nicht mal nur einer sein, dann wird es auch mehr sein. Denke ich mal auch, dass, aber na gut, die, wie du sagtest, umso mehr Leute bei einer Stelle sind, umso mehr spawnen, ne? Weißt du noch das Spiel Nether? Ja, ja. Wo diese Safe Zone dann retten musstest, wenn sie dann mal nach einer Zeit kaputt irgendwie überfallen wurden von den Viechern? Ja, ja, stimmt. Spielt das überhaupt noch jemand? Keine Ahnung, das hat sich ja, muss ja sicher jetzt auch, es müsste eigentlich auch schon fertig sein, das Spiel jetzt. Eigentlich schon, das haben wir auch anfangs gut gespielt, das ging eigentlich, aber war auch irgendwie ganz komisch, weiß ich auch nicht. Ja, weil man auch an jede Ecke gestorben ist. Hier, warte mal, bleib mal stehen, hier warst du ja noch nicht. Guck dir das hier mal an. Hier sind die einzelnen Displays. Kannst du reparieren, zum Beispiel. Ah. Mit das hier kann man was mit den Orks machen. Aber er ist ab Level 5. Hier vorne ist dann auch noch was mit Weapons. Haben wir ja. Also hier kann man was aus diesen Materialien irgendwie Art kaufen oder sowas, kann man auch fast sagen. Ja, hier oben kann man zum Beispiel die richtig harten Dinger kaufen. Mit was kaufen? Ja, solche Lootkisten und sowas kann man hier kriegen, oder? Also zum Beispiel hier, wo ich jetzt stehe, hier kannst du zum Beispiel ab Level 2 irgendwie. Ja, hier eigentlich überall ab Level 5, ne?
Aber hier sind solche komischen Dinger, ich weiß nicht, was das bringt. Wo ich jetzt auf das verschiedene Fraktionen sind. Ach so, brauchst das du dann Ding. So ein goldenes Ding. Und das sind mal Gänge, die man irgendwie herstellen kann. Dann hast du, das ist dann Ich hab ein so ein goldenes Ding. Echt? Ja, ein. Dann kauf eine Granate. Du bist doch Level 2. Nee, bin ich noch nicht. Du bist doch nicht Level 2? Nee, noch nicht. Aber gut zu wissen. Ja, wirklich, dann ist das gut zu wissen. Dann da. Hier steht echt einer. Level 15, willst du mich verarschen? Warte mal, ich geh mal meine Wasserflasche noch voll machen. Der ist Level 15, ich glaub's nicht. Ja, der muss wahrscheinlich schon ewig suchten. Nimm mal die Klamotten an, Diana. Alter, verdammt. Hä, wo ist denn jetzt? Ist er die rausgeschmissen wahrscheinlich? Weiß nicht. Weil mein Dings voll war. Okay, na, ich muss noch eine Flasche Wasser bei mir. So, guck mal an, wir haben hier natürlich... Oh, Alter, ich hab meinen Globe sowieso schon übelst an Waffen. Sollte mal wirklich aufpassen, was ich alles mitnehme. Alles rüber. So, was packen wir denn da jetzt rein? Also ich schmeiß erstmal immer alle Munition komplett rüber. Das Ding... Da. Nein, gib mir meine AK wieder, bist du bescheuert. Ja, wissen was. War 5, noch was, ne? Manches Zeug liegt da gar nicht rüber, wa? Ich hab richtig schwetig Munition. Davon können wir auf jeden Fall. Moment. Erstmal die Waffen, die ich eh nicht benutzen kann. So. Die Muni hier noch. So, dann möchte ich jetzt ausprobieren, was die Dings können. Okay. Den Rest, glaube ich, nehme ich mal mit. So, da wollen wir mal Use Dings machen. You are ready. Achso, das ist dann damit voll. So. Also diese Medikisten sind komplett dafür da, um dich komplett zu heilen. Ja, ja. Aber die will ich auf jeden Fall erstmal. Das sieht mir ja aus wie eine Werkbank, aber kann nichts anklicken. Nee, wa? Nicht anklickbar. Ich hätte erstmal das eine Essen, was ich da jetzt habe, noch im Schnellbraten. Was ist das hier drüben? Hier ist gar nichts, okay. Einmal kochen, dann. So, ich habe für meine Handwaffe jetzt an die 200 Schuss und von der AK habe ich jetzt nicht mehr so ach, viel. Ach, jetzt habe ich für die Handwaffe bloß noch 12 Schuss. Oh, jetzt habe ich die falsche Munition weggepackt. 9 mm musst du mit einer 9 mm Munition. Muss ich nochmal prüfen. Die 45er, ja, die brauchte ich ja nicht, stimmt. Zurück. Der Typ weg? Dieses, ja. Bist du sicher, dass meine Waffe hier 9 mm ist? Wo kann ich das nachgucken? Wenn du wenn du die ausgerüstet hast, kriegst du auf die Waffe. Im Global bist da, ne? In dieser Dings hier. Muss ich jetzt selber einmal rein. Mach ich da. Im Global? Nee. Also ja, in diesen Dings drin bist. Ach so, hier in dem.
kriegst du auf deine Handwaffe oben einmal drauf und dann ist doch da, wird die Handwaffe doch auf der rechten Seite nochmal in den schwarzen Kasten angezeigt. Mhm. Dann ist doch da einmal ganz unten links im schwarzen Kasten einmal diese gestrichelten Linien und diese gepunkteten Linien, ne? Mhm. Gestrichelten sind in Rot. Dann klickst du da einmal drauf, dann müsste da ein Text erscheinen, das steht 9 mm in Rot. Gestrichelte. Unten oder nicht? Hallo? 9 mm, ja. Das ist bei der AK dann genau dasselbe, dann weißt du, was das bringt. Lief doch gerade jemand. Oh, da hinten ist er. Ich töte dich. Ja, hast recht, stimmt. Zeig. Wollt mal die an, wie sieht, wird der Name angezeigt, okay. Der ist echt, der wartet, bis wir rausgehen. Echt jetzt? Ey, guck mal an. Guck das Fernglas an, was ich da in der Hand halte jetzt. Ja. Anders aus als das Bild. Na, du guckst aber nicht durch, du hast nur eine Hand. Jetzt? Nee, jetzt tust du es an die andere Hand streicheln. Nein, ich guck jetzt durch. Nee, das... Doch, tu ich! Du fummelst daran rum. Ich fummel an nix rum hier. Immer diese Anspielung. Ich trau dem 15 Level da nicht, der da gerade rausgegangen ist. Ja, ich auch nicht. Ja, das ist schön. Aber beide dasselbe Problem. Frage ist, wo ist er jetzt? Ja, eine super Frage. Da hinten. In der Luft, wo ich hingucke. Wieder eine Kugel. In der Luft? Weiß es, ja, jetzt geht da wieder ein Fallschirm runter. Was? Aber die Kiste wurde gefunden. Da geht auch nochmal so eine Kugel hoch. Ach so, das meinst du, ja. Fallschirm in die Richtung, ja. Vielleicht rennt der da jetzt hin. Ey, dann muss der jetzt lang gelaufen. Hab ich nicht gesehen. Lass uns aber hier lang laufen, komm. Wo sind wir denn? Wenn wir da jetzt wieder hinlaufen, laufen wir denselben Weg wie vor uns. Wir laufen da wieder hin. Ich will zu diesem Tunnel. Okay. Letztes Mal nicht geguckt hatten, haben wir den Tunnel ja nicht angeguckt, also werden wir das diesmal tun. Laufen wir halt hier ein bisschen hinten rum raus, dann wird uns da schon keiner umbringen. Uns hat er dann aber auch merken, dass wir nächstes Mal uns wieder in denselben Server einloggen, ne? Ja, 8. Weil sonst spawnen wir ja wieder woanders. Richtig. Ja, ist dann wie Server-Hopping und da machen sie dann klar. So, und jetzt sind wir aus der Session. Und beim Bing tot. Ja, das wäre es jetzt, wenn wir so schnell sterben, wenn nicht. Wir haben ja beide Level 3er Panzerplatten drin, also so schnell sollten wir jetzt auch nicht sterben. Außer, dass das Schlagen, das hat uns wirklich schnell umgebracht. Verstehe ich an ganzer Linie nicht, wie das einen so schnell umbringen vielleicht kann. Vielleicht Nahkampf ist wahrscheinlich extrem Schaden. Ich weiß es nicht. Trotz der Panzerplatten nicht verstehen. Eigentlich dürfen die Fäuste auch null durchgehen. Aber wenn man hier jetzt bauen könnte, würde ich hier eine Basis hinbauen. Ja. Aber nicht so wie in Aftermath hier mit so einem Riesenteil, ja. Nee, das wäre natürlich wieder doof. Aber ich kann das nicht bauen. Also du kannst hier wohl so ein Platten machen, wo die Egens reinlaufen. Ja. Du kannst also so ein Haus zubauen mit Dingen, dass die Egens da nicht reinkommen. Ich denke mal, das werden wir auch zwischendurch nochmal machen. Na, denke ich mal auch. Hoffen wir mal, dass das gekochte Essen nicht irgendwann schlecht wird. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob das schlecht werden könnte. Wie ein Ark? Ja, möglich ist es ja, ne? Weil es ja gekocht wurde. Die Dose ist jetzt ja so gesehen offen. Das sind gerade zu. Kochen wir überhaupt richtig? Ja, beinahe. Wir müssen ein bisschen da weiter runter. Überlaufen wir den Tunnel gleich. Aber ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge zum Tunnel kommen werden.
Aber es sieht schon schön kräftig grün. Gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Also gefallen tut mir das schon mal von der Farbe her wieder mal und die Bäume und alles. Ich glaube, da müssen wir jetzt runter, ne? Ja, hier müssen wir runter. Also es sieht wirklich schön aus und es gefällt mir ehrlich gesagt. Es hat wirklich diesen verbesserten Stil von WarZ damals. Ja, das stimmt. Da oben hochgehen. Also ich finde, das hat diesen alten Style noch so gesehen, so dass die Karte ist sehr, sehr schön kompakt gehalten, was ich sehr gut finde. Man kommt überall sehr leicht hin. Ja, das stimmt. Ja. Wir laufen hier nicht übelst lange, ne? Nee, Gott sei Dank. Seht ihr da hinten? Da unten ist auch schon eine Stadt oder irgendwas. Ja, da ist eine Stadt, auf jeden Fall. Hier unten ist der Tunnel. Ja, den müssen wir dann allerdings erst im nächsten Part zeigen. Genau. Ja, nein, da kommen wir da erst im nächsten. Gehen wir mal hier auf den Felsen. Kann man da auf das Dach da hoch? Ja, wenn du jetzt reinfällst und runterfällst. Hier nicht. Von hier nicht. Hier rum irgendwie. Wir werden es gleich auf jeden Fall rausfinden, ob das geht. Wie oder ist hier hinten so eine Felswand hingebaut worden, dass man da nicht hin kann, oder was? Sieht so aus. Ja, echt, ist so. Da haben wir echt so ein... Oder kann man hier auf die Felsen rauf? Nee. Woher kann man das? Oh, lol. Ich freue mich jetzt aber nicht, dass ich da von da aus nicht wieder hier hochkomme. Ja, das stimmt. Dann wir belassen es mal hier oben auf dem Felsen. Okay. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und natürlich über nette Kommentare auch freuen, wie euch das Spiel selber gefällt, ob ihr schon ein paar Tipps habt, wie wir uns ein bisschen, worauf wir achten sollen, was wir sammeln und wie das alles funktioniert, sind wir natürlich auf Tipps sehr angewiesen bisschen. Jetzt wissen wir das selber. Ja, schreibt rein, was ihr denkt, schreibt rein alles, was ihr wisst und denkt. Genau. Ja, über das Spiel könnt ihr uns wahrscheinlich noch nicht so viele Tipps geben, weil die meisten werden es wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Ja, wie es euch gefällt und alles sowas, ne? Genau. Also Leute. Okay, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Bis dann.